Mein Name ist Otto Wahn. Ich bin 42 Jahre alt und seit 16 Jahren Berufsringer. Im europäischen Raum auch Ketscher genannt. Ich war vorher Amateurboxer, habe in der österreichischen Nationalmannschaft geboxt und war österreichischer Meister im Schwergewicht. Nun, seit 16 Jahren bewege ich mich auf der Ringermatte und das ist eigentlich ein sehr strapaziöses und doch interessantes und aufregendes Leben. Man sieht fast die ganze Welt, ist die meiste Zeit unterwegs, lernt unheimlich viele Leute kennen, ob Asien, Amerika, Südafrika, Afrika, der Orient. Auf der Matte waren wir eigentlich schon fast überall. In Graz, der Steiermark-Metropole, ist er zu Hause. Dort, wo Österreicher ihr Kraftzentrum vermuten. Von hier zog einst der Waldbauernbub Arnold Schwarzenegger aus und wurde Mr. Universum und anderes. Mit hypertrophen Bizeps, Gesäß und Wadenmuskeln mangelt er Hollywoods Leinwendeplatz. Ein Juni-Sonntag wie ein Kaiserschmarrn. Graz feiert. Clowns, Theater, Musik auf 10 Plätzen. Aber hier auf dem Rathausplatz ballten sich die Menge. Der Weltmeister. Andy Borg, österreichischer Exportschlager, breitet zuckersüßes Liedgut aus. René Karol und Rudi Schuricke lassen grüßen. Einmal im Jahr geht Otto der Große auch für seine jüngsten Bewunderer in den Ring. Für die, die ihm sonst nicht bei der Arbeit zusehen dürfen. Ihm tritt entgegen Klaus Wallas, 32 Jahre und aus Linz. Der Champ hat ein Heimspiel. Der Kampf läuft nach der ritualisierten Dramaturgie des professionellen Catchens ab. Zuerst trifft es den einen, scheinbar empfindlich. Hier den Charakterdarsteller aus Linz. Dann übernimmt Otto und geht willig zu Boden. Echte Empörung. Wie kann der Waller sowas mit unserem Otto machen? Sechs versammelte Zentner kommen aus der Tiefe des Raumes. £345, ohne Überrollbühne. Natürlich gibt es an diesem herrlichen Grazer Sonntag auch nach 20 Minuten keinen Sieger. Höchstens mal eine weitwunde Rückenlage. Nach dem Clinch im Ring lassen beide noch einmal Dampf ab. Hier ist das raubeinige Ritual verlangt. Das ist für mich ein starker junger Bursche. Du erkennst seine Grenzen noch nicht. Ich brauche noch ein paar Runden, um richtig warm zu werden. Ich möchte eins hier versprechen.
Man sagt so vieles von der Stärke von Klaus Wallert. Aber ich verspreche hier, in den nächsten 2 Jahren, wenn ich es dieses Jahr am 6. Juli schaffe, wird Klaus seine Chance zum Titelkampf kriegen. Und dann schieße ich ihn weg über den Schlossberg nach links zurück. Ich kenne ja den Hauptvorwurf, den man den Ketzern macht. Alles ist abgesprochen, alles Manipulation. Ja, der Hauptvorwurf, den man uns immer macht, alles ist abgesprochen, alles ist Manipulation. Das ist ja leicht zu entkräften. Der ganze Sport, der hier geboten wird, ist mit einer sehr guten professionellen Show verbunden, ohne der es nicht geht. Und es ist ein ganz normales Leistungsprinzip. Wenn ich heute in einer Firma an der Spitze stehe, habe ich mehr zu leisten, mehr zu riskieren und mehr zu tun als einer, der in der Mitte steht. Wer bei uns nach vorne will, der muss Leistung bringen und professionelle Show. Er muss Publikum begeistern können, er muss eine sportliche Leistung bringen, er muss gut aussehen, er muss einen guten Körper haben, er braucht nicht unbedingt ganz so groß sein wie ich. Mein Gott, es gibt auch kleinere Leute. Aber im Großen und Ganzen sollte er schon ein großer Kerl sein. Ich bin so 1,89 groß, habe um die 165 bis 170 Kilo, was man eben so hat als gesunder Vertreter des männlichen Geschlechts. Der Muskelreiche ist auf Mime stetig. Er ist überall spitze. Hier mit der Band erste allgemeine Verunsicherung. In einem Ritterspektakel lässt der Weltmeister sich ausnahmsweise, aber lukrativ, vor der Kamera in Zeitlupe fällen. Alljährlich wird in England Europas stärkster Mann ermittelt. Wenn es Big Ottos Ringerstundenplan erlaubt, legt er sich mit ähnlich gewachsenen ins Joch. Mit Lastern wird Otto fertig. Aber diese eher süße Last liegt ihm zu schwer im Kreuz. Folge des englischen Hubversuchs. 3 Wochen krummer Rücken. Ringkampfpause. Ungeschmälert aber seine Handwerklichkeiten. Mit ihnen setzte er sich ins Guinness Buch der Rekorde. Wohl dem Postminister, der über einen solchen Reißwolf verfügt. Auch Stahlstangen konnte Otto mühelos zum Haarnarbe-Design verbiegen. Einen schmerzhaften Rückfall erlitt der Chronist durch ihn. Das, was Sie hier machen, das geht uns ein bisschen zu weit. Okay. Das stört uns nicht. Also, ich meine, er war immer unfair. Deshalb ist er Weltmeister geworden. Sicherlich die eleganteste Art oder eine ganz besondere Art, um hier beim ZDF mal aufs Kreuz gelegt zu werden. Ich danke Ihnen jedenfalls für den Besuch und wünsche alles Gute weiterhin. Hat Spaß gemacht. Ja, mir nicht ganz. Familienverhältnisse? Meine Familienverhältnisse, ich bin geschieden, ich war fast 23 Jahre verheiratet. Inzwischen hat sich das doch geändert, weil man dann doch zu wenig zu Hause ist. Ich habe einen Sohn mit 22 Jahren, der studiert Jus, Rechtsanwalt. Seine Tochter mit 21 Jahren, die studiert Betriebswirtschaft. Und ich finde, das ist sehr wichtig für mich. Den Rechtsanwalt, wenn er fertig macht, den kann ich extrem gut gebrauchen. Und die Tochter, naja, wenn sie richtig rechnet, so wie ich das haben will, dann kann ich sie auch noch verwenden. Ja, ich finde, das Team ist okay. Und wenn es so bleibt, bin ich auch zufrieden.
In den Pranken des Grazer Giganten liegt aber auch Fingerspitzengefühl. Die Einnahmen seiner Veranstaltungen überprüft er mit zarter Hand. Ja, hallo? Oh! Hallo, Paul! So, guter Startung, hör zu. Ich fange am 18. an, 18. Juni. Und wir würden noch zwei Leute brauchen, zwei. Aber keine Engländer. Ich habe schon mit Nico gesprochen. Nico sagt auch, ich habe jetzt vier Engländer. Zwei von London, zwei von Manchester in der Mannschaft. Das wird mir sonst zu viel mit den Engländern. Weißt du noch was? Ja, bisschen zu klein. Was Größeres. So um die 115, 120 Kilo müsste er haben. Ne? Das ist eine große Mannschaft. Die Verhandlungen über das Engagement von Catcher Champs scheinen sich an Viehauktionen zu orientieren. Hier wie da geht es nach Gewicht und Muskelbildung. Handfest und handverlesen, seine Ordner, Bodybuilder und Spieler des Handballmeisters von Graz. Unser Meister ermahnt zum Fairplay gegenüber ausgeflippten Fans. Bitte ruhig am Platz bringen. Nicht, dass du einen Nussknacker machst und dann abbrichst oder was. Das hat ja alle einen Ring zum Einstellen, nicht? Aber langsam, nett und höflich zurück und das kann auch vorbeigehen. Wenn alles glatt geht, gibt es einen Bonus. Okay? Okidoki. Okidoki. Und hier habe ich die Madeln auf. Wer sich in dem Beruf durchsetzt und wirklich was leistet, der kann auch gutes Geld verdienen. Man muss es noch von der anderen Seite betrachten. Wir riskieren sehr viel. Wir haben fast keine Versicherung, sind auf uns alleine gestellt, arbeiten jedes Wochenende. Keiner kennt ein Wochenende, ein Samstag, ein Sonntag. Keiner kennt ein privates Abendprogramm. Wir sind entweder auf der Reise oder in der Halle gebucht. Nur die Zeit, in der wir unser Leben zusammenstellen müssen, ist eben sehr kurz. Und wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, dann habe ich das umsonst gemacht, dass ich meinen Körper riskiere. Wenn ich jetzt 16 Jahre dabei bin und ich möchte vielleicht in zwei, drei Jahren Schluss machen, so habe ich keine Lust, dass ich hinterher an der Tankstelle den Schlauch reinhalten muss. Das ist auch ein schöner Job, aber dafür habe ich meinen Körper riskiert, 15 Jahre oder länger. Ich möchte dann abgesichert sein und verhältnismäßig einiges nachholen, auf das ich jetzt verzichten muss. Handwerk hat überall goldenen Boden. Bei Big Otto symbolisiert das ein goldgetriebener Gürtel, den er nicht enger schnallen möchte und den er höchst ungern verlieren würde. Zweimal im Jahr verteidigt er als europäischer Weltmeister diese Bauchbinde. Wieder einmal sieht ein amerikanischer Herausforderer mit begehrlichen Blicken auf das Geschmeide. Die Kämpfen stehen sich, wie einst die Helden Homers vor den Mauern Trojas, vor der Grazer Industrie- und Handelskammer gegenüber. Und die Schau geht auch hier nicht ohne stark durchwachsene Verhöhnungen ab. 172,4. Wow! Noch gewichtiger ist Otto für ein gutes Dutzend Unternehmen, die seinen Body ohne Bedenken als Werbefläche betrachten. Das tut seinem Konto mit vielstelligen Alpen-Dollar-Beträgen gut. Einer ihrer Hauptsponsoren ist die Industrie- und Handelskammer hier in Graz. Das ist ungewöhnlich und in Deutschland nicht vorstellbar, dass sich eine solch ehrwürdige Institution mit einem Catcher zusammentut. Ja, das hat sich ergeben über den Leitsatz Unternehmen statt Unterlassen, die Wirtschaftskrise, die auch wir in Österreich haben. Es wurde ein Werbekonzept entworfen, das umgedreht heißt, heute ist der Mächtige der Arbeitnehmer und nicht mehr der Arbeitgeber. Ich will das nicht so ganz ausführlich erklären. Aber man hat mich dargestellt als Arbeitnehmer und ein kleiner Schauspieler ist der Arbeitgeber. Und so raufen und kämpfen wir im Ringkampf dahin und zum Ende kommen wir eben drauf. Egal ob Großbetrieb, ob Kleinbetrieb, es geht nur, wenn man zusammenhält und zusammen was leistet. Aber es ist eben so, auch in dem Sport, auch beim Catchen, ohne Werbung, ohne Sponsoren geht es kaum mehr. Ich freue mich, ich bin ja richtig stolz darauf, dass ich wenigstens richtige Werbeflächen habe. Bei mir kann man auch lange Namen schreiben, ist kein Problem. Fläche ist genug da. Dr. Brandstätter von der Industrie- und Handelskammer Graz, Steiermark. Sie werben mit Otto Wanz. Wirtschaft für alle lautet unsere Devise. Und Otto Wanz verkörpert den Arbeitnehmer und mit Sepp Trummer als Arbeitgeber ist er die Wirtschaft, die Sozialpartnerschaft. Drum werben wir mit Otto Wanz. Der bringt uns die Bevölkerung und wir bringen etwas mit dieser Werbung für die Marktwirtschaft. Der Herr Kommerzialrat sagte es richtig. Man wird mit Otto der Hoi tatsächlich die Leute.
Und diese lieben den scheinbar gutmütigen Grizzly, diese Sympathie-Litfaßsäule. Dieses Image pflegt er bauernschlau und gewinnbringend. Ein atypischer Eckpfeiler einer eigentlich gewaltversprechenden Gilde. Hier, wie im Ring, sind die Buhmänner stets die anderen. Hört sie denn nicht ein bisschen, dass sie etwas unförmig wirken mit ihrem schönen strammen Bauch, den sie da? Sollte jemand meinen, dass ich zum Beispiel zu groß bin, das heißt, dass ich einen Bauch habe oder so, dann möchte ich dazu bemerken, das ist kein Bauch. Das ist ganz einfach ein Delikatessenladen. Da sind keine Kartoffeln drin, keine Pommes frites, keine Salzpotatoes. Da ist richtig schönes, feines Rostbeef. Ist eben alles vom Feinsten. Und wenn man sich als Berufssportler durchschlagen will, dann fängt es ja auch damit an, dass man erstmal eine Grundlage hat. Und die Grundlage ist, dass ich zufrieden bin, fröhlich, gut aufgeregt, Freude an der Arbeit, am Sport habe. Natürlich jetzt rumlaufen wie ein Kleiderbügel, der nach nichts aussieht und sage dem Berufsringer, ich sag so, je größer ich bin, je größer die Arme, je größer die Schultern, umso größer sind die Schecks, die ich dann kriege. Eher leichtfüßige Kontrapunkte zu Ottos Gewichtigkeiten sind an Galaabenden solche Catcher-Choreografien. Pas de deux der Parterre-Akrobatik, die Ouvertüren, hors d'oeuvre zu den opulenten Ringerschlachtplatten à la Otto Wann. Freilich, derartige Kabinettstücke im freien Fall täuschen einen Großteil der Zuschauer über die Anfälligkeit der menschlichen Wirbelsäule hinweg. Auf die Dauer kommt kaum ein Catcher ohne Blessuren davon, die er als schmerzhafte Erinnerungen bis an das Ende seiner Laufbahn und länger mit sich herumtragen wird. Von den sogenannten Blumenkohlohren ganz zu schweigen. Dem Publikum ist es egal, was die Catcher mit ihrem Kreuz wie ein Kreuz haben. Das Publikum will wuchtige Gewalttätigkeiten zwischen einem tatlos guten und einem schweren, todsicher bösen Jungen. Diese Athleten aber haben bedauerlicherweise gute Manieren. Catcher gelten in deutschen Landen eigentlich als nicht gesellschaftsfähig. Also ich möchte nicht sagen, dass es in Deutschland unbedingt als asozial gilt, wenn man Catcher oder Berufsringer ist. In Österreich ist es etwas anders. Ich erkläre mir das so. Es ist eben so, dass im Kampfsport, speziell im Schwergewichtskampfsport, ob das im Boxen, Ringen, Karate oder sonst ist, es ist ein gewisses Flair, es ist eine gewisse Stimmung. Eine Ringer- oder Boxergarderobe wird immer stinken nach Schweiß, nach Blut, nach Mitteln, nach Massageöl, nach das. Das ist eben das Flair, das einem im Kampfsport nachhängt. Und um den Kampfsport rundherum probiert sich immer eine gewisse Schicht des Publikums, das eben auch oft einen härteren Weg geht als den normalen. Man kann das so und so titulieren. Ich finde nur, wir haben es am allerschlimmsten, die Berufsringer oder Catcher. Denn man wird in einen Topf geworfen und man kann sie überhaupt niemals wehren. Allerdings, wehrhaft sehen sie aus, die geölten Gladiatoren mit dem enormen Muskelharnisch. Kolossal schiebt die Giant Haystakes durch die Seile. Fast 6 Zentner brachten ihm die deutsche Namensadlung Gigant von Hacksteak ein. Er wird mit Pfiffen empfangen. Otto dagegen wird in herzlichem Beifall gebadet.
Mit ihm sind aufgeboten die gloriosen 14 der EG-Szene. So der abgründige Lafatès, Kojak Kirk, Brutalität zwischen Brau und Brustbein, der tintige Samson aus Kolumbien und andere transatlantische Kraftmeier. An ihrer Zielsetzung besteht beim zumeist weiblichen Publikum kein Zweifel. Und nun beginnt die Arbeit an den ersten Skizzen zu einer lebenden Laocoon-Gruppe. Unter der Vermengung von 9 Zentnern vibriert der Ringboden mit starken Ausschlägen auf der sogenannten Richterskala. Der Weltmeister ist ratlos. Die Säule von Hacksteak will nicht wanken. Otto lässt Ring sein und ihn links liegen. Er hämmert, schmiedet und walkt den amerikanischen Berg durch. Aber dem ist weder mit Physik noch mit Psychotricks beizukommen. Abwiegelungsversuche des Ringrichters sind in solchen Augenblicken fahrlässig. Ich habe mir vorgenommen, so lange als Profisportler tätig zu sein, solange ich von mir selbst das Gefühl habe, die Leistung zu bringen, die der Publikum, die das Publikum begeistert, sodass ich mit gutem Vertrauen jeden Abend zur Halle gehen kann und sagen kann, ich werde sie wieder alle begeistern, ich schaffe es noch. Wenn ich das Gefühl habe, es wird beschwerlich für mich, oder ich kann das nicht, oder ich bin nur mehr drin im Programm, dann möchte ich die Kraft haben zu sagen, für mich ist Schluss. Ich habe 16 Jahre Profizeit bis jetzt hinter mir. Ich habe 7 Jahre Amateurzeit hinter mir. Ich habe eigentlich mein Leben im Sport verbracht. Und es war vom Anfang bis Ende ein schweres, schönes und hartes. Es war eine wunderbare Zeit im Sport. Bis jetzt. Meisterschaftsfinale, nun die klingende Erhebung durch den Kammersänger. Das, so dünkt es Otto, sind weihevolle Momente. Die postmuskuläre Ergriffenheit teilt sich auf dem Landeshauptmann und seinem Stab mit. Er, der politische Chef der Steiermark, ist ganz und gar Grazer und damit Wanz-Fan. Herr Landeshauptmann, warum hat Otto Wanz so viele Anhänger? Warum sind Sie ein Anhänger des Otto Wanz? Weil er eine faszinierende Persönlichkeit ist, mit einem enormen Push, und weil er für Graz so viel auch getan hat und für die Steiermark. Hier quetscht Fieser in eigener, höchstpersönlicher Sache. Die Peinigung nach vereinbarten Regeln bringt viele Damen speziell in Hütte. Derweil geht der ächzende Bluff oben weiter. Der Meister hat vorübergehend wieder mal den Leidenspart übernommen.
Die Rekonvaleszenz ist kurz. Dann, schon nach 18 Minuten, legt sich Dave Barbie zur Ergebenheitsgeste nieder. Überraschend früh und eigentlich gegen den Zeitplan. Der Kampf sollte eine Stunde währen. Der ganz Große, der Weltmeister, der Liebling. Schießer von Michael Berger. Und das sind die acht Teilnehmer, die diesmal um den Titel eines stärksten Mannes